Herzlich willkommen, lieber Schütze, zu deiner Tarotkartenlegung für die 26. Kalenderwoche, der Woche, die am 24. Juni beginnt und bis zum 30. Juni geht. Wir haben in dieser Woche abnehmenden Mond und so könnte es etwas ruhiger um uns alle herum werden. Und es ist auch der Beginn der Krebszeit. Und lieber Schütze, wir wollen uns in dieser Legung ansehen, wie deine Woche werden wird und mit welchen Energien deine Woche begleitet sein wird. Schauen wir mal, was die Karten uns so sagen und welche Hinweise ich dir mitgeben kann. Und natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen. Und wir wollen uns zusammen die Woche von Schütze ansehen. Schauen wir mal, was die Karten so sagen. Ich bin schon sehr gespannt und jetzt brauchen wir nur noch eine Karte vom Mondorakel und können dann gleich anfangen. Was haben wir hier? Der Herrscher. Der Herrscher ist eine sehr strukturierte Karte, die Struktur, Ordnung und auch Frieden in dein Leben hineinbringt und auch ja, viel Dynamik und Optimismus in dein Leben bringt, ne? Was auch immer du dir in dieser Woche vorgenommen hast, hat das Potenzial, dass es prima gelingt. Und ich sehe hier auch eine gewisse Bereitschaft von dir, dein Leben in Ordnung zu bekommen, dein Leben in den Griff zu bekommen, Verantwortung für dich und deine Vorhaben zu übernehmen. Du wirst selbstbewusst und dynamisch die Dinge anpacken, ne? Und sehr viel Tatkraft beweisen. Es ist auch eine schöne Karte, um Klartext in deinen Beziehungen hineinzubekommen, ne? Man, auch in der Partnerschaft, auch in allen anderen Beziehungen wird es dir in dieser Woche gelingen, ja, für klare, offene Verhältnisse zu sorgen, ne? Und hier auch Struktur reinzubekommen, Ehrlichkeit, Direktheit. Es ist eine gute Woche, um ja, miteinander etwas zu besprechen, etwas zu vereinbaren, vielleicht auch Kompromisse zu finden und offen zu reden und so halt auch Struktur, Ordnung und Frieden in dein Leben zu bekommen. Also sehr vielversprechend. Es ist Widder-Energie, also und Widder ist ja auch ein Feuerzeichen wie du. Und eben eine Karte, bei der man ja die Führung für sein Leben übernimmt, ne? Vielleicht deutet das auch auf generell gute Führungsqualitäten deinerseits hin, die du in dieser Woche haben wirst. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Okay, hier könnte sich hier sehr gut eine Paarsituation abzeichnen. Hier sehe ich zwei unterschiedliche Menschen, eine Königin der Kelche und ein Prinz der Scheiben. Das könnte darauf hindeuten, dass es sich um zwei unterschiedliche Menschen in deinem Leben handelt. Oder du symbolisierst die eine Person und dein Gegenüber die andere Person. Das hängt dann so ein bisschen von eurer Dynamik ab. Es könnte auch sein, dass beide Karten sich auf die gleiche Person in deinem Leben beziehen und zwei unterschiedliche Facetten von dieser Person widerspiegeln. Die Königin der Kelche ist mehr eine Wasserperson, der Prinz der Scheiben eher eine Erdperson. Ist also beides nicht dein Element. Und das hängt dann sehr stark von eurer Dynamik ab, welche Rolle du in dieser Dynamik spielst, ne? Das könnte sehr unterschiedlich sein. Die Königin der Kelche könnte auch eine männliche Person sein, ist hier die gereiftere Persönlichkeit, die deutlich gereiftere Persönlichkeit. Eine sehr empathische Person, eine sehr emotionale Person, die fürsorglich ist, einfühlsam, auch sozial eingestellt, sich auch gerne emotional um jemanden kümmert. Eine Person mit viel emotionaler Reife, die auch tiefe Einblicke in die Welt der Spiritualität, aber vor allem der Emotionen haben kann. Ne? Auch eine kreative, musisch kreative Person kann das sein. Kann auch eine Vater- oder Mutterfigur
sein. Ne? Hier könnte sich auch eine familiäre Situation abzeichnen, bei der die Königin die Vater- und Mutterrolle einnimmt, während der Prinz der Scheiben eher eben ein Kind auch sein könnte. Denn der Prinz könnte auch eine weibliche Person sein, deutet eher auf einen jüngeren Charakter hin. Das kann aber auch eine ältere Person sein, die aktuell ebenso die so jüngere, unreifere Wesensseiten zeigt und auslebt. Der Prinz der Scheiben ist ein Mensch, der etwas Neues dazulernt, häufig im praktischen Bereich. Ne? Dieser Mensch lernt womöglich ein neues Handwerk, eine neue Fertigkeit, macht etwas, lernt etwas Neues, was man mit den Händen macht, ne? Etwas Praktisches. Vielleicht auch Technik, vielleicht auch etwas im Haushalt oder Gartenarbeit oder einfach Struktur und Ordnung betreffend. Der Prinz der Scheiben, da kann es sich auch um einen Auszubildenden handeln, ne? Oder um eine Auszubildende, einen Lehrenden. Das, so könnte das Verhältnis der beiden auch sein, ne? Lehrer und Lernender oder Lernende oder Lehrerin, ne? Also je nachdem. Also der Prinz der Scheiben hat auf jeden Fall etwas sehr Bodenständiges. Eine Person, die neugierig auf das Leben ist und sehr aufmerksam etwas Neues dazulernt, ne, sehr konzentriert ist, auch analytisch und sehr viel Geduld hat auch, ne, jemand, der sehr gründlich dazulernt. Ja, hier zeichnet sich auf jeden Fall eine sehr wichtige zwischenmenschliche Situation ab mit diesen Menschen oder in dieser Beziehung, ne, je nachdem. Und wir schauen uns diese beiden Personen noch mal genauer an. Die Königin der Kelche zunächst erstmal. Ja, die Königin der Kelche ist im Moment sehr, sehr gestresst von ihrem Leben. Ne? Also da gibt es sehr viel Dinge im Leben dieser Person zu organisieren, auf die Reihe zu bekommen. Und sehr viel Durcheinander in der Kommunikation, welches diese Person ordnen muss. Und tatsächlich hat diese Person selbst das Gefühl, ein wenig überfordert von der Situation zu sein. Und es fällt dieser Person sehr schwer, zuversichtlich zu bleiben und zuversichtlich nach vorne zu blicken. Ja, diese Person könnte auch an Selbstzweifeln leiden, die auch dann, an Selbstzweifeln könnte diese Person leiden oder an Zweifel an ein Projekt oder an eine Zusammenarbeit oder auch an eine Beziehung. Und das könnte dann auch zu Problemen innerhalb der Beziehungen, innerhalb der Beziehung kommen. Ne? Ja, man sieht hier eine starke Kopflastigkeit, dass diese Person sich auch viele Gedanken macht. Und diese Gedanken münden oft in Pessimismus. Und das könnte zu Konflikten führen. Ja, es scheint mir hier eine Situation sich abzuzeichnen, die geordnet werden muss, ne? Wo Frieden in die Situation kommen sollte. Okay, der Prinz der Scheiben. Ja, ich sehe tendenziell, lieber Schütze, ich glaube nicht, dass du die Königin der Kelche bist. Könnte natürlich möglich sein, aber würde ich jetzt erstmal zunächst nicht vermuten. Was ist bei dem Prinz der Scheiben? Bei dem Prinz der Scheiben sehe ich hier einen erfolgreichen Abschluss einer Lebensphase, vielleicht sogar einer schwierigen Lebensphase. Diese Person wird sich im Laufe der Woche erfüllt fühlen. Hier sieht man auch vielleicht eine Versöhnung mit jemandem, eine Vertiefung der Beziehung mit jemandem. Diese Person könnte eine Prinzessin der Schwerter sein. Das wäre Luftenergie. Wassermann Waage Zwilling wäre hier denkbar. Dass es hier um die Be Vertiefung einer Beziehung ha sich handelt. Schauen wir mal weiter. Und hier eine Königin der Stäbe und da sehe ich zum ersten Mal Feuerenergie. Und du bist ja ein Feuerzeichen, ne? Vielleicht bist du hier in der Verantwortung, diese ganze Situation für diese Menschen zu ordnen. Ja, vielleicht
musst du hier ein Problem von diesen Menschen lösen. Vielleicht ist das wirklich alles gar nicht zunächst erstmal deine Angelegenheit, ne? Die Königin der Stäbe. Aber das kommt irgendwie auf dich zu. Sehr interessant. Hier die Neun der Stäbe ist ein Hinweis darauf, dass die Königin der Stäbe auch recht erfolgreich diese ganze Situation ordnen kann, ohne selbst zu viel Energie dabei zu verlieren. Eine Person, die neue Impulse geben kann. Und selber dabei sehr stabil und robust ist und bleibt und sich fühlt und diese Robustheit dieser Gruppe von Menschen geben kann. Ja, interessant. Interessant. Wir schauen mal, was war in der Vergangenheit los? Die Königin der Stäbe. Also, lieber Schütze, du kennst diese Person bereits oder hast dich bereits als diese Person wiedergefunden? Und konntest eben die Königin der Stäbe in dir ausleben? Oder bist dieser Person begegnet oder beides? Und dann kommt diese Situation auf dich zu. Ja, die Königin der Stäbe könnte natürlich auch ein anderes Feuerzeichen in dein Leben widerspiegeln. Eine auch intensive Begegnung mit dieser Person. Es könnte sich auch um die Königin der Kelche handeln. Gerade wenn du es mit Löwe oder Skorpion zu tun hättest, könnte das der Fall sein. Und diese Person wird dann auch hier die Königin der Stäbe und kommt dann in die Situation, diese Situation zu ordnen. Das könnte durchaus auch denkbar sein. Aber primär würde ich dich als die Königin der Stäbe hier in diesem Spiel einordnen. Das ist auch interessant. Die Königin der Stäbe wird ihr Schicksal erfüllen, ne? Wird ihr Schicksal finden. Es geht bei dieser Königin der Stäbe darum, dass diese Person in der Vergangenheit einen Zustand von Zufriedenheit erreicht hat, von sich selbst genug sein, von emotionaler Zufriedenheit, ne? Vielleicht sogar auch eine Phase erlebt hatte, in der diese Person sich ein wenig hat treiben lassen, vielleicht auch keine Aufgabe gesehen hat im Leben und in diesem Gefühl so ein bisschen sich hat gehen lassen und vielleicht eine Phase der Faulheit oder ja, Faulheit ist so schwierig oder des Nichtstuns erlebt hatte. Das wird sich aber dann in dieser Woche ändern, weil diese Person in diese Situation kommt, hier etwas zu ordnen, ne? Etwas. Hier sieht diese Person plötzlich eine Aufgabe für sich und tatsächlich birgt diese Situation, hat das tatsächlich für diese Person etwas Schicksalhaftes und kann zu einem wichtigen neuen Impuls im Leben dieser Königin der Stäbe führen. Das würde hier sehr gut mit der Königin der Kelche zusammenpassen. Vielleicht hat diese Person wirklich mit den Schwerterkarten, hat sich ja hier abgezeichnet, dass diese Person womöglich eine Phase, vielleicht eine depressive Phase erlebt hat oder eine
eine Phase des Nichtstuns oder des Nichttunskönnens, eine Phase der negativen Gedanken, deprimierende Gedanken erlebt hatte. Hier gibt es aber einen neuen Impuls, ne? Und das hat hier mit, und dieser neue Impuls kommt von dieser Prinzessin der Schwerter und dem Prinzen der Scheiben aus. Vielleicht auch ganz indirekt, ne? Also vielleicht auf ganz indirekte Art und Weise. Ja, wirklich sehr interessante Situation. Also das Rad des Schicksals, das Glück ist manchmal etwas unberechenbar. Und hier kommt es manchmal zu sehr interessanten Kehrtwenden und überraschenden Wendepunkten in der Entwicklung, in der Entwicklung im Äußeren. Und so können sich hier manchmal auch neue Chancen auftun, ne? Oder überraschende Blockaden, die einen höheren Sinn dann haben. Ja, ich könnte mir, lieber Schütze, schon ein bisschen vorstellen, dass du diese Königin bist, dann auch die Königin der Kelche, obwohl ich das am Anfang ja eher für so unwahrscheinlich gehalten hatte, ne? Aber wenn ich jetzt so das Gesamte sehe, könnte ich mir das schon ein wenig vorstellen. Gerade wenn du wirklich eine Phase hinter dir hast oder noch in einer Phase des Trübsinns, ne, erlebst, dann könnte ich mir das eventuell vorstellen. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Die zwei der Kelche. Die zwei der Kelche ist die Liebe, die in dein Leben kommt, das sich verbunden fühlen mit anderen, ne, mit anderen Menschen, auch mit sich selbst. Die zwei der Kelche haben auch viel mit der Selbstliebe zu tun, den Einklang zu finden, das Verbindende zu erfahren. Und das wird dir in dieser Woche sehr, sehr stark bewusst werden und kann sich sehr gut, sehr positiv auf dein Empfinden auswirken, was das Ich und Du betrifft. Und es könnte natürlich auch sehr gut sein, dass diese Karten darauf hindeuten, dass du eine neue Liebe in dieser Woche erfährst, ne? Besonders, weil diese Karte sehr bewusst, weil dir diese Energie sehr bewusst sein wird, könnte das sehr gut sein. Es könnte auch hier gut sein, dass die Prinzessin der Schwerter und der Prinz der Scheiben die gleiche Person, sich auf die gleiche Person beziehen und dass so eure Dualität ist, ne? Dann könnte dieser Mensch gut Schütze oder Jungfrau sein. Und weil dieser Mensch eine wichtige Lebensphase abschließt, und dadurch vielleicht etwas verändert im Leben, könntest du dieser Person vielleicht nach langer Zeit wieder begegnen. Und das könnte etwas Neues in deinem Leben auslösen, was natürlich auch eine neue Liebe sein könnte. Ich sehe hier aber vor allem durch die zwei der Kelche, dass du in dieser Woche eine tolle Chance hast, dich viel stärker mit deiner Umgebung verbunden zu fühlen und eine Erfahrung der Liebe machen kannst, sodass auch Selbstliebe und Liebe überhaupt sich in deinem Leben intensiver und bewusster entfalten lassen. Entfaltet, ne? Ja, sehr interessante Karten, vielversprechend. Und hat sehr viel mit den Menschen um dich herum zu tun. Hier in dein Unterbewusstsein der Prinz der Stäbe. Und der Prinz der Stäbe
ist natürlich erstmal eine Feuerperson, deswegen könnte der Prinz der Stäbe für dich stehen. Vielleicht ist hier deine Feuerseite gemeint, vielleicht deine junge Feuerseite, deine jugendliche, kindliche Feuerenergie in dir, die auch weiterentwickelt und auch wieder mal, also wieder ausgelebt werden kann bald, ne? Die hier im Begriff ist, sich weiterzuentwickelt und mehr gezeigt werden kann. Der Prinz der Stäbe liegt hier im Unterbewusstsein und es könnte sich hier auch um eine andere Person in deinem Leben handeln, mit der du überaus verbunden dich fühlst, ne? Man kann hier von Seelenverbundenheit reden. Eine Verbundenheit, die über die physische Präsenz hinausgeht, ne? Und der Prinz ist eben diese junge Energie. Und wenn du eine Familie hast, könnte vielleicht wirklich hier dein Sohn oder deine Tochter gemeint sein. Und dann erklärt sich natürlich die Seelenverbundenheit. Natürlich, ne? Es könnte sich sogar um ein zukünftiges Kind in deinem Leben handeln, wenn Familienplanung gerade für dich ein Thema ist. Aber ich sehe hier auch deine kindliche, junge Seite, ne? Und wir schauen uns mal den Prinz der Stäbe genauer an. Ja, wow, was passiert hier? Das ist auch eine intensive zwischenmenschliche Situation. Ne? Hier haben wir einen Prinz der Kelche und eine Prinzessin der Stäbe. Also du wirst es in der nächsten Woche sehr, sehr viel mit Menschen zu tun haben. Wow, also was den Prinzen der Stäbe betrifft, wird der Prinz der Stäbe, ob er sich jetzt auf dich bezieht oder jemand in deiner Umgebung, bei diesen Menschen wird es sich so weiterentwickeln, dass dieser Mensch bei sich selbst ankommt, ne? Und hier mehr inneren Frieden findet, mehr Ausgewogenheit, Gleichgewicht, Fairness. Und so gelingt es diesen Menschen auch ehrlicher zu sein, ausgewogener, konzentrierter am Geist, ne? Und inneren Frieden zu führen und das könnte finden und das könnte dazu führen, dass dieser Mensch sehr gut, ja, mit anderen Menschen auskommt, ne? Und hier für Einklang sorgt, für Gleichgewicht, für Ausgewogenheit, für Frieden in den sozialen Beziehungen, ne? Es handelt sich hier schon um eine sehr wichtige zwischenmenschliche Situation mit vielen Menschen. Es ist eine Gruppe von Menschen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das allein eine Zweierkombination ist, ne? Bei so vielen unterschiedlichen Karten. Das ist schon sehr interessant. Ich bin mal sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Die zwei der Scheiben sind ein Hinweis darauf, dass ja, du auf eine sanfte, ausgewogene Art und Weise neue Stabilität in deinem Leben schaffst, dass aber doch eine Veränderung vonnöten dafür ist. Und es ist auch vonnöten, dass du mit der Realität, ne, mit den realen Tatsachen flexibel umgehst und flexible Lösungen findest, nicht starr vorgehst, nicht nach Schema F, sondern aufgeschlossen bleibst und flexibel im Geist und auch spontan auf neue Situationen eingehst. Ne? Das könnte dir, wenn du dazu bereit bist, wirklich auch Vergnügen bereiten, auch Abwechslung aus deinen alltäglichen Empfinden bedeuten. Und ja, die ganze Situation führt zu einer neuen Stabilität in deinem Leben, zu einer angenehmen Ausgewogenheit, ne, und kann daher doch sich sehr angenehm für dich anfühlen. Ja, eine Woche, in der vieles dir gut gelingen wird. Wow, der Hohepriester. Und das Schicksal, ne? Der Hohepriester steht oft für eine Fortbildung oder Weiterbildung
Ich habe hier sowieso das Gefühl, dass du in der kommenden Woche sehr, sehr viel dazulernen wirst, vor allem im sozialen, im zwischenmenschlichen Bereich. Das könnte viele Fragen in dir aufwerfen, in dir auffühlen und vielleicht werden sich auch sehr tiefsinnige Gespräche mit diesen Menschen um dich herum ergeben. Und eben auch wiederum neue Fragen aufwerfen lassen. Es geht hier darum, dass du ja gründlich überprüfst, nach welchen Werten du persönlich leben möchtest, ne? Was dir eigentlich wichtig ist, was für dich auch der Sinn des Lebens verspricht, was für dich von Wert ist, ne? Was sind deine Werte, lieber Schütze? Wie möchtest du handeln und was soll, und auf diese Weise findest du deinen persönlichen Weg des Herzens, ne? Deine persönliche Überzeugung, der du dann auch folgen wirst. Diesbezüglich kannst du dir aber Zeit lassen, denn es geht hier viel mehr um den Lernprozess als darum, Antworten zu finden. Ja, es könnte tatsächlich sein, dass du eine Fortbildung in dieser Woche machen wirst. Also das wäre sehr begünstigt, ne? Vielleicht sogar selbst als Lehrender, ne? Vielleicht ist das wirklich auch etwas, was du jetzt einfach nur so ausprobierst und du wirst darin dann erkennen, dass es deinen wahren Weg entspricht. Das würde hier auch wirklich diese ganzen Prinzen und Prinzessinnen erklären, ne? Das wären alles deine Schüler, kann man sagen, ne? Könnte natürlich auch genau andersrum sein, dass du eine Fortbildung beginnen wirst und dass diese Fortbildung wirklich dir dann ganz, ganz viel bringen wird. Aber man kann sich natürlich auch jederzeit autodidaktisch fortbilden und man lernt ja sowieso ständig etwas Neues dazu. Du wirst in dieser Woche etwas Neues dazu lernen, was sehr, sehr wichtig für dich und dein weiteren Leben sein wird und auch verspricht, dass, also du wirst darin einen Sinn finden, ne? Das ist es. Das ist eben das Ausschlaggebende. Und das finde ich hier sehr, sehr schön an der Angelegenheit. Ah, oh, schau dir das mal an. Das Soziale. Oh Gott, das ist ja wirklich eine ganz besondere Legung. Also ich finde das schon sehr, sehr stark. Was hier zwischenmenschlich passiert, ne, ist ausschlaggebend für dich. Es offenbart dir dein Schicksal, ne? Es offenbart dir dein Schicksal, lieber Schütze. Und unterstreicht nochmal alles, was ich eben genannt hatte. Ne? Du wirst über die Mitmenschen den Sinn deiner Existenz erfahren. Und das ist natürlich sehr vielfältig in euren persönlichen Leben. Das ist so individuell, das kann jetzt in so viele Richtungen gehen. Aber es ist verknüpft mit den Menschen um dich herum. Und hier steckt Liebe drin. Ne? Es geht um die Liebe natürlich auch. Also Liebe ist ja viel, viel mehr als die romantische Liebe. Liebe zum Leben, Liebe zu den Mitmenschen, Liebe zur Menschheit selbst, ne? Und eben dann auch die Liebe zu dir selbst. Ach, das ist schon unheimlich schön. Also, da wird auch etwas Schicksalhaftes passieren, ne? Also, du wirst auch durch einen Zufall einen wirklich wichtigen Menschen treffen und begegnen. Dir werden neue Menschen begegnen durch Zufälle und die können wirklich sehr wichtig in dieser Woche für dich und dein Leben werden, ne? Also du kannst dich hier im Sozialen gerade auf Überraschungen einstellen, auf Überraschungen einstellen. Du sehnst dich, lieber Schütze, nach einem Neuanfang in deinem Leben. Du bist bereit für etwas komplett Neues. Du bist sehr empfänglich für neue Ideen, für einen Neuanfang, für auch dafür etwas ganz anders zu machen. Das finde ich richtig gut, weil das wird dir hier bei den zwei der Scheiben, diese Bereitschaft zu etwas Neuem, wird dir hier behilflich sein, weil du dann natürlich viel aufgeschlossener bist, ne? Und flexibler, spontaner und offener. Du möchtest und erwartest diesen Neuanfang.
Und es mündet in den Ritter der Kelche. Das könnte dann auch wiederum eine andere Person sein, der du begegnest. Es könnte aber auch sein, dass du selbst zum Ritter der Kelche wirst, ne? Dass du hier eine persönliche Weiterentwicklung erfährst. Ja, oder eben, dass du so einer Person begegnest oder eben beides, ne? Der Ritter der Kelche ist natürlich zunächst erstmal eine Person des Wassers, Fische, Krebs, Skorpion. Aber es ist vor allem ein Mensch, der eben sehr emotional ist und mitten im Leben steht. Sehr viele Emotionen, also sehr viele Gefühle hat, diese Gefühle auch kommunizieren möchte, zeigen möchte und auch sehr einfühlsam ist. Auch, also dieser Mensch kann Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen und ist ein guter Zuhörer oder eben Zuhörerin. Ein Mensch mit vielen sozialen Idealen und dieser Mensch möchte auch diese sozialen Ideale der Wirklichkeit widerspiegelt gesehen haben. Und dadurch deutet der Ritter der Kelche oft auch eine soziale Tätigkeit wider, ne? Könnte hier wirklich sein, dass du selbst, lieber Schütze, den Entschluss fasst, eine soziale Tätigkeit auszuüben, ne? Sowas könnte es zum Beispiel auch sein. Aber das wäre eine Interpretationsweise. Natürlich könntest du dann letztendlich eventuell über einen gewissen Freundeskreis einen neuen Menschen kennenlernen, der für dich der Ritter der Kelche ist. Wir schauen uns diese Person mal genauer an. Aber das ist schon sehr spannend hier, ne? Der Ritter der Kelche steht auch für eine musisch-kreative Tätigkeit, ne? Vielleicht geht es auch darum. Der Ritter der Kelche erfährt eine Art Befreiung oder es ist anzuraten, dass dieser Mensch sich von gewissen Umständen befreien lernt und einsieht, dass er allein durch Disziplin oder Kontrolle nicht weiterkommt im Leben und gewisse Gedanken oder Umstände loslassen hat, um eben weiter voranzukommen oder ja, weiter voranzukommen. Und das wird diesen Menschen, glaube ich, schon sehr stark bewusst. Und darüber wird dieser Mensch tatsächlich einen Neuanfang erfahren, was auch mit der eigenen Selbstverwirklichung zu tun hat, mit der Erweiterung des eigenen Handlungsspielraums, ne? Hier sieht man eine deutliche Weiterentwicklung, eine Erfüllung. Schmetterlingsenergie, ne? Etwas kommt zum Abschluss, ne? Die Phase, wo der Schmetterling im Kokon ist. Und dadurch, dass dieser Abschluss zustande kommt, entsteht gleichsam ein neues Erwachen, ne? Ein neues Erwachen, eine neue Lebendigkeit, eine Selbstverwirklichung dieser Person. Und ich denke mal, es geht hier viel darum, zusammen mit dieser Person oder als diese Person, lieber Schütze, dieses Erwachen zu erfahren. Ja, wunderschöne Legung. Also hier passiert etwas sehr, sehr Starkes in deinem Leben. Wow. Ergebnisse sind in Reichweite. Ja, das ist eindeutig, ne? Also finde ich hier deutlich, Ergebnisse sind in Reichweite. Und hier kommt es zu einer deutlichen Weiterentwicklung deiner Situation. Und das kann natürlich in viele Richtungen gehen, aber es hat mit deinem Schicksal zu tun. Und du wirst darin den wahren Sinn deines ganzen Tuns, ne? Deines aktuellen Tuns erfahren. Und das am schönsten zusammen mit jemandem anderes in einer Beziehung, ne? Es kann hier auch sein, dass eine Beziehung in dein Leben mehr Raum einnehmen wird. Oder einer Gruppe von Menschen. Ich sehe hier auch wirklich viele Menschen und es könnte auch mit Gemeinschaftssinn, ne, zu tun haben, dass man zusammen ein neues Erwachen erlebt und du darin deinen wahren
Sinn im Leben finden wirst. Also sehr starke Energien hier. Also ich bin begeistert, lieber Schütze. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche mit vielen positiven Ereignissen und Erlebnissen und besonders schönen Begegnungen. Begegnungen, ne? Ja, von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.